Also, ihr fetten Schweine, guckt euch das an. Ich habe hier mit voller Pracht, ich packe erstmal aus. Ein Regenbogenglas, zwei Regenbogengläser, drei Regenbogengläser. Leute, mein Reichtum teile ich gerade live mit euch. Vier Regenbogengläser, fünf, sogar ein sehr guter Zustand. Sechs Regenbogengläser, sieben Regenbogengläser, acht Regenbogengläser. Ey, ich habe nur 10, ich bin ein Lügner. Oh mein Gott, im Titel steht ja, ich habe 12, aber ich habe eigentlich nur 10. Ich dachte, ich habe 12 Regenbogengläser, nein, ich habe nur 10 Regenbogengläser. Aber das ist ja auch schon was, ne? Alle original aus der Türkei. Nein, also, ich stelle es jetzt hier schön auf, damit ihr sie auch in voller Pracht betrachten könnt. Und dann erzähle ich euch mal, warum hat ein fettes Schwein sich 10 Regenbogengläser vor einfach mal 2 Monaten bestellt und erst jetzt ausgepackt. Ich habe die erst vor kurzem gefühlt entdeckt wieder, ne? Also, wie ihr sehen könnt, es sind einige. Was für eine Armee, Alter. Moment, ich will diese Armee mal richtig aufstellen. Wir haben hier einfach mal 100.000 Euro stehen. Einfach mal so 100.000 Euro, die Unge gerne haben würde. Aber die kriegt er nicht. Also Leute, warum habe ich mir jetzt einfach mal 10 Regenbogengläser bestellt? Es ist ja unfassbar. Ich muss sagen, von der Qualität her, checken wir erstmal, ob das eine gute Qualität ist. Hier ist ein Riss drin. Oh, nur noch 500.000. Was haben wir hier? Oh, Digga. Guter Geruch. Oh, auch nicht schlechte Qualität. Oh, die sind alle so leicht angerissen. Oh mein Gott. Ich muss sagen, keine wunderbare Qualität, aber sie sind wirklich schön. Was sagt ihr zum Design von dem Glas? Ich finde es sehr schön. Hat ein sehr schönes Design. Das Schweizer Regenbogenglas ist doch nochmal schöner. Aber mal wieder zu sehen, dieses Regenbogenglas nach 3 Monaten, ist echt wild. Also, ich erzähle euch jetzt, warum habe ich fucking 10 Gläser. Also, vielleicht könnt ihr euch nochmal erinnern. Ist jetzt ein bisschen her, ne? Aber ich zeige euch mal kurz Dinger. Also, ihr erinnert euch doch vielleicht an Unge Regen. Regenbogenglas Evanio. Also, ich habe ja damals vor mittlerweile schon 3 Monaten Unges Regenbogenglas geklaut. Dann habe ich das Glas geklaut und in einer Toilette gehalten und aus dem Klo getrunken. Das war nicht die beste Aktion meines Lebens. Dann habe ich gedacht, okay, ich erzähle euch mal, wie es war. Ich habe das Glas genommen, in die Toilette gehalten und getrunken und dachte, hihi, lustig, lustig. Und habe gedacht, ah, ich prank jetzt Simon hier und da. Und Simon fand das so lustig. Und dann war das wirklich eine sehr gefährliche Situation. Es war jetzt ja kacke, weißt du, ich habe halt das Glas in die Toilette gehalten, war irgendwie ein bisschen scheiße. Simon fand es nicht lustig und ich dachte mir, fuck, ich habe bei Simon verkackt. Das war nicht irgendwie so, hihi, hu, YouTube. Das war wirklich so, ah, Digga, du hast einem Kollegen so ein Glas weggenommen, was schon so ein bisschen arschig war, aber halt noch lustig. Aber dann habe ich noch das Glas in der Toilette gehalten. Das war einfach nur so, ah, weiß ich nicht, ob das nicht die richtige Entscheidung war, ne? Und dann dachte ich mir, okay, kacke. Und dann bin ich am selben Abend noch auf eBay gegangen und dachte, okay, Digga, du musst das jetzt irgendwie wieder gut machen und habe irgendwie Panikreaktion gemacht. Habe erstmal ein neues Glas bestellt. Dann habe ich ein Glas gehabt oder so. Das habe ich lustigerweise dann zu meiner Mutter erstmal geschickt, wollte dann zu mir schicken. So auf Madeira, das war ja Madeira-Zeit. Und dann dachte ich aber, okay, nee, das ist ja nicht alles. Jetzt einfach ein neues Glas zu holen, ist ja nicht dasselbe. Was kann ich jetzt tun, um irgendwie diese Scheiße, die ich gebaut habe, wieder gut zu machen. Ich habe dann ja im Endeffekt, kann ich euch sagen, oder wisst ihr ja, ist ja auf YouTube alles öffentlich, bin ich ja dann in die Schweiz geflogen, weil Unge meinte, er will unbedingt dieses Schweizer Regenbogenglas haben. Das sieht auch echt, wenn man jetzt mal echt vergleicht, Moment, ich zeig's mal, sieht halt auch einfach besser aus. Ne? Also, wenn man jetzt vergleicht, also das ist ziemlich klein, Moment, ich brauche ein gutes Bild davon. Das ist halt einfach hübscher. Also ihr könnt gerne mal eure Meinung sagen. Findet ihr das hübscher? Ich habe jetzt hier das Glas halt hier, ne? Oder findet ihr das Regenbogenglas besser? Also das Regenbogenglas aus der Schweiz. Ich muss sagen, das Schweizer ist nochmal edler, weil es auch matt ist. Aber das Deutsche ist halt auch nice. Also beide sind geil, aber das Schweizer würde ich dann auch eher bevorzugen. Das Deutsche, ne? Und dann hier nochmal das Schweizer. Oh, hier mal klein, Digga. Ich baue ein großes Bild. So eins Ding, ne? Ist auch schon schön matt und so. Sieht geil aus. Findet der Schweizer besser. Aber ich bin dann in die Schweiz geflogen, hab Maelo getroffen. Maelo hat mir das Glas gegeben. Am Ende war alles ein Fake und Simon hat mich geprankt und ich bin umsonst in die Schweiz geflogen. Das habe ich schnell zusammengefasst. Also im Endeffekt bin ich in die Schweiz geflogen, umsonst, weil ich habe ein Regenbogenglas bekommen, das fake war. Und dann gab es das echte Glas bei Unge im Stream und das hat dann, kam plötzlich auch Maelo auf der Insel. Wilder Prank, ganz, ganz wilder Prank. Aber zurückgespult jetzt zu dem Tag, als ich das Glas in die Toilette gehalten habe, oder dem Abend besser gesagt, und meine impulsive Reaktion war, ich habe auf eBay plötzlich ein Angebot gesehen. Da hat jemand 10 Regenbogengläser verkauft. Was glaubt ihr, wie teuer sind 10 Regenbogengläser? Mal gucken, ob es einer im Chat hier redet. So, was schreibt ihr? Was glaubt ihr? 12 Euro, 120 Euro, 10 Euro, 39 Euro, 90 Euro, 77 Euro, ein Blowjob? Na, nein. Es sind sage und schreibe 100.000 Euro gewesen. Pro Glas 10.000 Euro? Nein, natürlich nicht. Es waren, glaube ich, im Endeffekt dann 10 Euro pro Glas habe ich gezahlt. Also er wollte dann irgendwie 80 Euro haben. Sehr, sehr uncool. Weil, war das uncool, aber ja, hat wehgetan. Aber ich dachte mir in dem Moment, scheiß drauf, ich bestell die einfach. Hab die bestellt, weil ich hatte einen Plan. Ich wollte was richtig Süßes machen. Und zwar dachte ich, okay, ich habe Scheiß bei Simon gebaut. Dann habe ich irgendwie auf so eine romantische Seite hingearbeitet. Dann dachte ich mir so, okay, ich wohne ja von Unge, sag ich mal, nicht so weit weg auf Madeira. Und dachte mir, okay, Digga, ich gehe einfach zu Simon. Irgendwann, wenn er streamt zum Beispiel, nimm ein Plakat, schreibe auf dieses Plakat so, es tut mir leid, dafür, dass er das Regenbogenglas nicht gehalten hat. Und wollte die Gläser in einer Herzform hinstellen. Digga, ich wollte einfach Simon rumkriegen, Digga. Echt, ich wollte diesen Mann einfach nur haben. Ich hatte
unfassbar ein schlechtes Gewissen der Zeit. Also wirklich, ich habe das in den Thread gehalten und dachte so, haha, hihi, bist du ja mal ein Stream, dann ist immer noch mal so ein bisschen, wenn ich stream, bin ich immer ein bisschen aufgeregter und allgemein, du bist halt live, die Leute gucken gerade live, was du machst, wenn ich meinen Schwanz anfasse, seht ihr das. Wenn ich ein bisschen popel, seht ihr das halt auch, wisst ihr? Und du bist halt live und dann bist du in Ekstase und die Leute noch sagen, hey, mach und dir. Und dann habe ich das Regenbogenglas reingehalten und dachte, ich muss irgendwie da gut machen. Und dann wollte ich einfach, ohne Scheiß, einfach diese Aktion bringen, diese Regenbogengläser als Herz vom vor seiner Haustür lesen und dann einfach so richtig schön, okay, es tut mir leid. Mit so Musikbox, das wollte ich nicht, aber ich wollte es einfach so hinlegen, dann irgendwie so im WhatsApp schreiben, ey, guck mal aus dem Haus und halt dann geguckt und hätte es gesehen. Einige schreiben cringe, ja komm, alles im Leben ist cringe, aber das wäre eine ultra süße Aktion gewesen. Aber wäre natürlich ein bisschen, vielleicht ein bisschen zu viel, merke ich gerade. Das war ein bisschen zu doll gewesen. Aber aus Panik, als ich auf Madeira da war, an diesem Abend, wo ich ein schlechtes Gewissen hatte, dachte ich einfach, Digga, scheiß drauf, mach jetzt einfach so. In dem Sinne, mach jetzt einfach, bestell jetzt einfach, mach einfach irgendwas, so, du musst irgendwas tun. Und ihr kennt das doch vielleicht, wenn ihr eine Entscheidung überstürzt und am nächsten Tag dann denkt so, ah, okay. Weil ihr mit klarem Kopf denkt, wisst ihr? Kennt ihr das, wenn ihr ein Problem habt und ihr wollt dieses Problem lösen und nicht morgen, nicht übermorgen, sondern jetzt. Ich will es jetzt lösen. Und dann bin ich immer so hibbelig, weißt du, ich bin so einer, ich bin dann so, ah, jetzt und da, ich will jetzt machen und da. Und dann willst du das unbedingt machen, aber du kannst nicht. Und dann war diese Aktion, dieses, ich konnte ja schlecht irgendwie zu Simon nach Hause gehen und sagen, es war alles gefickt, die mal ein bisschen abgefuckt, ich habe Scheiße gebaut und ich musste irgendwas tun, dachte mir, ah, schnell bestellen, hab die Gläser bestellt und am nächsten zwei Tagen dachte ich mir, ey, Digga, was ist eine Scheiße, wie ist das denn? Und dann habe ich das mitbekommen mit dem Schweizer Regenbogenglas, das Unge gesagt hat, ey, ich will das Schweizer Regenbogenglas haben. Da dachte ich mir dann, okay, gut, du fliegst fucking in die Schweiz, einfach nur, um das Regenbogenglas zu holen. Da habe ich auch ein paar Videos noch gedreht, also es war auch in Anführungszeichen für meine Arbeit, also habe ich in der Schweiz Videos gedreht, gleichzeitig Regenbogenglas geholt und dann wurde ich am Ende des Tages geprankt. Aber gut, was soll's. Der Prank war cool. Das Coole war, der Prank war, es war wirklich real. Ich wusste damals wirklich nichts von diesem Prank. Also erst, ich wusste von dem Prank, als ich geprankt worden bin. Aber es war cool. Es war nicht irgendwie so abgesprochen oder sonst was, sondern es war wirklich so kein Prank-Bro-Niveau, kein Leon Marcher-Niveau. Obwohl, der hat jetzt einen guten Prank gemacht in 5 Jahren YouTube. Im Nachhinein, ich lache darüber und denke mir, lustig so. War eine coole Story, die man gestrippt hat hier. Weißt du, das habe ich aus Spaß in ein Regenbogenglas geklaut, dann wurde er ernster und dann alles gefickt so, ne? Aber im Endeffekt habe ich jetzt 10 Regenbogengläser hier und mache mir auch gar keine Sorgen, dass YouTube vielleicht nicht mehr läuft, weil selbst wenn, hä? Bruder, Digi. Ich hab die Gläser, also im Notfall kaufe ich mir 1000 Bitcoins davon. Also alles geregelt. Wisst ihr, wie scheiße es war, diese Regenbogengläser zu bestellen? Ich hab die bestellt bei jemandem aus der Schweiz. Ja, wo denn sonst? Wie ironisch ist das bitte, dass ich diese Gläser aus der Schweiz hab? Das passt einfach. Wirklich, das passt einfach wirklich. Und ich hab dem Typen geschrieben. Ich hab geschrieben, hey, kannst du mir sie bitte nach Madeira schicken? Weil bei eBay war die Adresse meiner Eltern angegeben. Und dann sagt er, yo, kann ich machen, aber du musst mir irgendwie 3 Euro überweisen. Also wirklich einen sehr kleinen Betrag. Ich glaube 3 oder 2 Euro. Dann mache ich das. Und ich schwöre, in der Zeit war ja viel los. Wisst ihr, Madeira, die ganze Zeit war irgendwas hin und her, dann habe ich vergessen zurückzuschreiben. Dann habe ich 2 Tage nicht geantwortet und der Typ schickt sie einfach nach Deutschland zu meinen Eltern. Okay, ich weiß, bin selber schon, wenn ich geantwortet habe. Ich dachte mir trotzdem, du kleiner Wichser, warte doch 2 Tage, Digga, bitte. Der hat mich so gefickt, dann waren die Gläser in Deutschland und dann war er halt gefickt. Und jetzt vor kurzem habe ich sie erst wieder entdeckt. War trotzdem sehr lustig, dass sie aus der Schweiz waren. 10er, wenn du schaffst, Gläser ein Herz vorn zu stapeln. Okay. Das ist doch nicht so schwer, oder? Wie geht ein Herz? Ein Herz geht ja so, ne? Das heißt mal so. Oh mein Gott, das wird so ein schönes Herz. Wow. Wow, wow. Moment, ich hab's gleich. Ja. Moment, das Herz wird gemacht. Also, mal gucken, was ihr zu meinem Herz sagt. Das ist doch ganz klar ein Herz, oder? Digga, was ist das für ein verkrüppeltes Herz, Digga? Alter, Siri. Das ist ja so ein richtiges Scheißherz. Das in dem Herz war eine Idee, die ich im Nachhinein anscheinend nicht so gut durchgeplant habe. Weil das wäre wahrscheinlich ein Herz geworden. Jetzt, wo ich so sehe, weiß ich nicht. Und das ist wirklich ein Herz geworden am Ende des Tages, ne?